Wir hatten wie letzte Woche in Pech auch ein paar Probleme ins Spiel reinzufinden, haben uns ein klares Chancenplus erspielt, letztendlich aber wieder in der ersten Halbzeit keine richtigen Torchancen erspielen können, vielleicht ein, zwei, wo wir gefährlich vors Tor kommen. Das muss am Sonntag gegen Eifter auf jeden Fall besser werden. Daran arbeiten wir noch die Woche im Training und müssen dann schauen, dass wir jetzt auch mal den ersten Dreier einfahren, weil beispielsweise in Pech, zweite Halbzeit lässt sich leicht sagen, dass wir in Überzahl gespielt haben, aber da sind wir sehr dominant aufgetreten und hätten da eigentlich auch 3 Punkte mitnehmen müssen. Wenn man allerdings die erste Halbzeit betrachtet, geht das Remis dann doch rückwirkend in Ordnung. Ja, es war das erwartete Spiel, wenn ein Mittelrheinligist, dazu noch so ein technisch starker, auf einen Bezirksligisten trifft. Aber wir haben es sehr gut gemacht, vor allen Dingen die ersten 45 Minuten. Unser Ziel war es, auch selbst oft an den Ball zu kommen, selbst Angriffe zu starten, uns keineswegs nur zu mauern und zu verstecken und Pünktchen für Pünktchen nach vorne zu kommen, das Spiel weiter nach vorne zu verlagern. Ja, dass natürlich dann irgendwann die Körner ein bisschen am Ende fehlten bei uns, ist klar, weil Hürth natürlich extrem gut den Ball laufen lässt und wir dann eben schon Probleme hatten, noch gegen den Ball zu arbeiten. Aber nochmals, 60 Minuten haben wir es hervorragend gemacht. Und von daher bin ich äußerst zufrieden, zumal ich auch trotz des starken Gegners sehr rotiert habe und auch vielen Spielern eine Chance gegeben habe, die ja in den letzten 2 Wochen eben nicht gespielt haben. Und die haben das heute auch absolut super gemacht. Von daher bin ich sehr zufrieden mit dem 0:2. Kann ich gut leben. Hier was mitzunehmen, wäre vermessen gewesen. Von daher alles gut und schöner Dienstagabend.